Ich habe aber, Leute, ich habe hier noch vier Videos, die ich mir gerne mit euch angucken möchte. Ne, drei. Und eins ist krass, habt ihr mir geschickt und ich bin selber so, ich war selten gespannt auf ein Video. Also man sieht ja am Titel, man kann so ein bisschen gucken, was erwartet einen. Was erwartet? Otto-Fan hat jetzt gelacht. Was erwartet? Der Titel ist krass. Ich bin so gespannt. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Könnte aber geil werden. Ich habe gestern, wo irgendwo habe ich so ein Video gesehen, Kristall holt irgendeinen auf die Bühne, also der Comedian Kristall holt einen auf die Bühne, der Tourette hat, was ich ja persönlich liebe. Nicht, dass Menschen Tourette haben, aber ich liebe einfach, wie die Menschen sich selbst dann nicht ernst nehmen und damit umgehen. Und er zeigt zu allen denen hier, sagt irgendwie noch, leck mich, euch alle. Und dann sagen sie irgendwie grundsätzlich, wir lieben alle und wir sind alle gleich, außer Veganer. Ich musste mich totlachen. Denn es geht tatsächlich jetzt um Veganer. Und zwar ist ein krasser Titel. Ich hoffe, es ist kein Clickbait. Ihr habt es mir geschickt. Ich fand's. Der Titel catcht mich ultra und ich bin so gespannt, was jetzt dabei rauskommt. Veganer brechen in den Zoo ein. Wie heißt der Kanal? Wartet. Kanal heißt Jung, Brutal, Vegan. Veganer brechen in den Zoo ein. Da kann im Prinzip nichts schiefgehen. Ich bin gespannt. Titel catcht mich ultra. Ein Video aus der Kategorie Wir brechen in den Zoo ein. Okay. Das ist quasi. Naja, kommt darauf an, ob man was mitnimmt oder kaputt macht oder jemanden verunsichert oder Tiere infiziert, bewegt sich das zwischen Ordnungswidrigkeit und Straftat. Wir werden mal sehen. Durch die Hilfe von zwei Veganern haben wir es geschafft, in einen Zoo einzubrechen. Wir mussten dem Zoo keinen Cent geben, um hier reinzugehen, hinter diese Gitterstäbe, hinter denen hunderte von Tieren gefangen sind, um uns anzugucken, wie es ihnen hier drin geht. Ich glaube, das wird ein interessanter Tag. Let's go. Ja, oh wir sind ja. uns drin. Berliner Zoo. Das ist so ein Zoo, da komme ich schwierig rein. Habe ich früher mit Tieren beliefert, übrigens auch. Guck ich mir diese Elefanten an. Sie stehen einfach nur rum. Den ganzen Tag, jeden Tag, ihr ganzes Leben lang. Die würden in der Natur 60 Jahre alt werden. Ja, und wisst ihr auch, warum sie nicht älter werden? Sie wechseln fünfmal ihre Zähne. Und danach kriegen sie, also alle 10 Jahre in etwa, danach kriegen sie keine neuen Zähne mehr und können dann die Nahrung quasi nicht mehr zerkleinern und essen. Die meisten Elefanten verhungern in der Natur tatsächlich. Und dann gehen sie an Orte, wo nur noch besonders weiches Gras ist und da sterben sie häufig auch. Und das sind dann die sogenannten Elefantenfriedhöfe, die sich früher keiner erklären konnte. Und die haben einfach was mit dem Lebenszyklus der Elefanten zu tun. Und Elefanten im Zoo einzusperren, finde ich persönlich immer, Alter. Ich bin jetzt hier noch auf den Plot und den Twist gespannt. Also mit Mikro und Kamera zu dritt, also quasi zwei Leute vor der Kamera und Kamera im Zoo, ohne Drehgenehmigung, Zugang von zwei Veganern oder es sind Zooleute, die jetzt hier eine Zooprobe machen. Es klingt erstmal vielversprechend. Durchschnittlich. Und in Zoos 17. Das ist so viel weniger. Einfach nur, weil sie nicht in dem Umfeld leben, für das sie eigentlich geboren sind. Die laufen jeden Tag eigentlich über 50 Kilometer. Das muss Richtig? man sich mal geben. Das ist ein fucking Marathon, jeden Tag. Und hier, ich habe bis jetzt 4 Schritte gesehen. 4 Schritte von jedem Elefanten. Es macht uns kollektiv. Davon abgesehen gibt es ein Gutachten zum Thema Elefanten. Das kann ich euch unten verlinken. Max, bitte mit dran denken, dass wir das unten mit reinhauen. Von Lori Marino und anderen Neurophysiologen, die sich mit Großsäugergehirnen und deren Degradation beschäftigen in Gefangenschaft. Und es gibt verschiedene Gutachten zum Thema Tierwohl, gerade von Elefanten. Und die Zahl habe ich jetzt nicht im Kopf, sowas wie 84% aller Elefanten in Gefangenschaft haben eine psychische Störung. Also könnt ihr euch ausrechnen, dass hier in der Elefantenherde einige davon dabei sind. Also es ist eine Katastrophe für mich. Traurig, dass die Menschen dafür bezahlen, auch noch hier reinzukommen, um dann das zu sehen, was halt überhaupt nicht artgerecht ist. Ich meine, wenn man sich das Gehege einfach anschaut, das sind, keine Ahnung, es ist vielleicht ein Fußballfeld oder so. Es ist absurd, dass wir das damit rechtfertigen, hier was lernen zu können, wenngleich wir hier gar nichts lernen, sondern hier sehen wir nur das Tier, wie es in seiner Freiheit eingeschränkt ist. Ich finde, man kann dabei was lernen. Genau wie wenn man einem Hai ins Maul fasst und der beißt einem den kleinen Finger ab. Da kann man viel von lernen. Nämlich, wie man es nicht macht. Und
Ich poste das ja immer wieder auf Instagram und so. Ich mache immer gerne das Tier in Gefangenschaft und dasselbe Tier in Freiheit, weil dann muss man eigentlich gar nichts dazu erklären. So in Gefangenschaft lebt, das hat nichts mehr mit Natur zu tun. Oder Artenschutz. Was bringt es denn der Art der Elefanten, dass diese drei Elefanten hier rumchillen? Also wenn die Spezies aussterben würde, schön und gut. Das hier ist doch nicht die Lösung. Hier kommt gerade die Frage im Chat, benötigt man überall eine Drehgenehmigung? Jein. Auf Privatgelände und der Zoo ist ja quasi, das ist das Privatgelände des Zoos und wenn die da die Regel haben, du darfst hier nur mit Drehgenehmigung filmen und einer vorherigen Absprache, dann darfst du da nicht einfach filmen und das Ganze veröffentlichen. Das Problem an der Sache, vor dem ich ja auch immer wieder stehe, der Zoo hat natürlich kein Problem damit, hunderte Handyaufnahmen von Privathaushalten, die dem Zoo wohlgesonnen sind, ins Internet zu stellen. Da gibt es gibt Dutzende Kanäle, Menschen, die deutsche Zoos besuchen und Dokus darüber machen, aber alle immer nur positiv. Das ist gar kein Problem, das geht natürlich, aber sobald sich jemand kritisch äußert, das geht natürlich nicht. Schwieriges Thema, oftmals auch eine Frage für meinen Anwalt. Grüße gehen raus. Also diese drei Elefanten, die würden doch auch in der Natur nicht mehr überleben. Also wir können es doch nicht damit rechtfertigen, dass Elefanten irgendwo aussterben. Wir sollten vor Ort die Elefanten schützen und nicht sie in fucking Gehege einsperren. Hier haben wir auch einen Zoo, der sich spezialisiert. Warte mal, vier Leute schon im Zoo. Wow. Auf Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum zu halten. Hier sehen wir Giraffen in ihrem natürlichen Lebensraum. Ah, mit ein bisschen Ironie. Okay, ich verstehe, ja. Aber ich finde den natürlichen Lebensraum ziemlich gut nachgebaut. So ein Tempel. Fühlen sich sicher wohl. Als Kinder waren wir immer sehr gerne im Zoo. Und jetzt haben wir eine ganz andere Brille auf einmal, weil wir irgendwie jetzt hinterfragen, ob die Tiere wirklich hier, ob die wirklich hier leben wollen. Haben wir uns auch schon bei manchen anderen Tieren schon gefragt, ob die glücklich sind hier in den Kasten drin. Ne? Ja, da braucht man sich nicht fragen, da muss man ja eigentlich nur hingucken. Und gerade wenn ich jetzt hier Affen sehe, ist vor wenigen Tagen, ich habe es auch auf Instagram verlinkt, in meinen Highlight-Stories zu den Zoos seht ihr das, kam ein neues Gutachten raus, was zum Beispiel die Haltung von den beiden Schimpansen Bali und Limbo im Krefelder Zoo, es ist ein Gutachten von international anerkannten Primatologen, als tierschutzwidrig gutachtet. Also dem Zoo offenlegt, Leute, ihr handelt hier gegen das Tierschutzgesetz, gegen das deutsche, ihr verstoßt dagegen. Strafanzeige, bups. Also internationale Experten sagen, es ist tierschutzwidrig, ihr quält quasi diese Tiere. Viele Besucher sehen das, ich erlebe das ja auch immer wieder in Zoos, weil Freunde mir davon erzählen, dass Leute da stehen und sagen, du, ich glaube, der Tiger oder der Elefant ist traurig. Die Leute kommen da schon selber drauf, wenn die ganz genau hingucken. Aber eben ein Großteil leider auch nicht. Ein leider immer noch größerer Teil als der Menschen, denen das auffällt. Ja, aber wie wollen sie es machen denn hier? Die Städter und überhaupt hier Europa, die können dann überhaupt keine Tiere kennen. Naja, wir haben ja auch eine Menge Tiere in Europa und es kommen ja auch einige Tiere zurück. Die Wisente zum Beispiel oder die Wölfe, die kann man sich auch gut angucken beim Spaziergang in der Lausitz. Nein, man kann Tiere in Dokumentationen angucken, in Büchern, auf Vorträgen, auf Wiesen, in Flüssen. Es gibt ja auch eine ganze... Kein Mensch... Also warum zählen immer nur die exotischen Tiere? Also es gibt ja auch andere Tiere, die man anschauen kann in der Natur. Und gerade die heimischen Tiere, also ich sage das immer so lapidar, die Kinder kennen Pikachu und was weiß ich wen und den Charmander, aber kein Schwein weiß, was ein Dachs ist oder eine Riesentrappe. So, das werden wir ändern. Na, nur durch den Fernseher, ne? Ja, genau. Denn hier kann man wenigstens sehen mal, wie so ein Tier aussieht. Nee, man sieht ja nicht, wie ein Tier aussieht. Garantiert nicht. Man sieht, wie ein Tier nicht aussehen sollte und sich nicht verhalten sollte. Und das ist, wie gesagt, da, liebe Zoos, erfüllt ihr für mich den Bildungsauftrag definitiv. Ihr zeigt, wie man es nicht mehr machen sollte. Und das ist ja, kann man auch was lernen. Und ich denke, wenn die hier die Tiere Pflein hier anbringen, dann ist es so wie mit Menschen, dann empfinden die das überhaupt gar nicht. Nee, die Tiere empfinden das gar nicht, dass da überall Scheiben und Gitter sind. Das empfinden die gar nicht, dass sie jeden Tag das Gleiche zu essen kriegen. Die empfinden auch keine Langeweile. Also das ist alles wissenschaftlich bewiesen, dass sie das empfinden, bei den Säugetieren sowieso und bei vielen anderen Tierarten mittlerweile auch. Aber da seht ihr, dass diese Meinung da draußen herrscht und dass man das ändern sollte und die Menschen tatsächlich mit der Wahrheit versorgen sollte. Und da sind wir dran. Nicht, ja? Zum Beispiel Armut. Wenn also ein Kind in Armut aufwächst und nicht
was anderes sieht. Nie. Denn es ist genauso glücklich da in dieser Armut mit Papa und Mama und Geschwistern wie einer, der im Schloss geboren. Schwierig, und wir sollen ja die Zootiere nicht vermenschlichen. Also können wir den Vergleich von einem Menschen, einer sehr intelligenten Spezies, auf diese Zootiere, die ja gegen ihren Willen dort sind. Und übrigens auch, also ein Kind kann ja in die Schule gehen oder an vielen Orten in die Schule gehen und kann selbstbestimmt irgendwann, wenn es nicht mehr minderjährig ist, entscheiden, wie es seinen Lebensweg geht. Auch hier wieder Ausnahmen, ne? Ich muss das jetzt an der Stelle verallgemeinern. Die Tiere im Zoo entscheiden niemals frei. Das ist ein riesen Unterschied, ja? Aber wir, die armen Kinder, sperren wir nicht in so kleine Gehege ein. Naja, aber die haben ja auch meistens kleine Wohnungen, sehr kleine. Ich zum Beispiel bin in einer Stube und Küche mit 3 Geschwistern groß geworden. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass mir was fehlt. Aber sie konnten ja als Kind trotzdem raus und spielen, weil diese Tiere können ja sich ja nicht von dem Fleck bewegen. Und übrigens, ne, ich nehme der älteren Dame das auch überhaupt nicht übel. Das ist einfach aktuell noch ein Fall von Nichtwissen. Sie weiß es noch nicht besser tatsächlich. Aber ich finde es schon mal gut, dass sie sich überhaupt im Gespräch stellt. Ich meine, sie haben da so 2-3 Spielzeuge oder so, aber... Ne? Natur, da haben sie ja den Geschwister und dann genau. Haben sie ja eine Fläche und... Rangordnung, Alpha-Männchen. Ja, ah, da ist doch schon der 5. oder was? Ey, zu 5. im Zoo. Heimlich filmen. Übrigens, ne, wenn ihr Personen filmt, falls ihr sowas auch machen solltet und im Zoo, kleiner Tipp von mir oder auch an anderen Stellen, was weiß ich, was er da draußen so filmt, angestiftet von irgendwelchen Meeresbiologen und Umweltschützern. Wenn ihr Menschen filmt und die hinterher im Internet präsentiert, immer verpixeln und eigentlich auch Stimme ausschalten. Und ihr könnt die Stimme aber nachsprechen, müsst dann nur einblenden, Gedächtnisprotokoll. Und exakt das wiedergeben, was diese Person gesagt hat. Das ist auch die Grundarbeit des guten Journalismus. Das kann man alles machen. Und man kann auch Missstände filmen mit einer versteckten Kamera, also ohne, dass das Menschen wissen, wenn es wirklich Missstände sind, die zum Beispiel gegen das deutsche Tierschutzgesetz verstoßen und im Interesse der Öffentlichkeit sind. Ich will euch jetzt hier nicht anstiften, sowas zu filmen, aber ich will euch damit anstiften, sowas zu filmen. Jeglichster Art. Aber seid vorsichtig und macht es bitte richtig mit dem nötigen Respekt. Nur bei absolut bestätigtem Verdacht, wenn es wirklich ein Missstand ist, wenn nicht, Aufnahmen hinterher löschen, Bub aus Ende. Und wenn ihr es veröffentlicht, macht es smart, sodass man euch nicht an den Karren pissen kann. Ganz wichtig, informiert euch dazu eingehend im Internet. Es gibt ja einige Menschen, die sowas regelmäßig machen, kann man sich dran orientieren. Es gibt ja einige Hardcore-Tierschutz-Tierrechtsverbände, die sowas immer mal raushauen. Und man kann sich ja auch ein bisschen belesen. Man muss ja nicht Ritter des Rechts, hätte ich beinahe gesagt, wie heißen die, Anwälte sein, nur um Gesetze richtig interpretieren zu können. Also das kriegt ihr auch hin. Und man kann ja Leute auch fragen. Ne? Man kann immer eine Kamera auf jemanden richten und sagen, sind Sie okay damit, dass ich dieses Video zeige, wie ist Ihr Name? Und dann sagen Sie einmal, ja, ich bin okay in dem und dem Kontext. So kann man sich das auch machen. Ansonsten hat man immer so ein Schriebsel dabei, dass die Leute das unterschreiben. Aber man muss da so ein bisschen um die Ecke denken und einfach immer fair sein. Und niemals die Unwahrheit verbreiten. Das ist ganz, ganz wichtig. Immer journalistisch richtig bei den Fakten bleiben. Dann kann euch eigentlich auch keiner ans Bein pissen. Privatgelände ist dennoch Privatgelände und Drehgenehmigung ist Drehgenehmigung. Und hast du die nicht, bist du am Arsch. Punkt. Auch genau. Die können sich ihre Partner aussuchen. Ja, das stimmt. Es ist ja hier alles nicht gegeben. Ja. Und unsere Einstellung ist, dass wir die Zoos lieber abschaffen wollen. Also fürchterlich. Die Vögel hier, die Greifvögel, was die da in so einem kleinen Käfig sind. Elefanten, ja, Giraffen. Das ist ja, also wie wollt ihr die wirklich abschaffen? Ich meine, welchen Mehrwert bieten uns denn Zoos noch? Hier die vielen Kinder, gerade heute, ich habe schon ewig nicht mehr so viele Kinder gesehen, die alle jetzt hier wissen, wie ein Tiger aussieht. Die wissen, wie ein Tiger ihrer Meinung nach aussieht, die wissen aber nicht, wie der Tiger in der freien Natur aussieht. Das seht ihr in einem schönen Tigerfilm oder in einem schönen Tigerbuch. Beides habe ich schon gemacht. Also von daher, alles machbar, und Vorträge habe ich gehalten in Schulen ohne Ende, über 100.000 Kinder, die alle jetzt wissen, wie ein Tiger aussieht und was der macht, weil man eine geile Geschichte dazu erzählen kann. Und dazu braucht man keinen Zoo. Also die Kinder wissen ja auch, wie Dinosaurier aussehen. Und hat einer von denen mal einen Dinosaurier gesehen? So ein Quatsch. Aber da könnten sie genauso ein Buch mit Fotos und schönen Bildern aufschlagen, weil das Argument, dass es uns wichtiger ist, dass wir das jetzt hier hinter der Glasscheibe sehen, soll rechtfertigen, dass wir die Tiere in ihrer Lebensform, also als Individuen, da reinstecken.
Und das sehen wir halt als kritisch an, weil letztendlich, was die Kinder unbewusst lernen, ist, dass es okay ist, die Tiere so einzusperren, dass es okay ist, sie so zu behandeln. Wie Sie ja auch sagen und wir auch. Früher als Kinder haben wir darüber nicht nachgedacht. Nicht? Ich auch. Wir ein Affe aber so im Erwachsenenalter, jetzt sehen Sie es anders. Wir haben da heute auch schon drüber gesprochen, ja. Hm. Aber ich will deshalb nicht. Das sind ja nur ein paar Affen. Ich habe, ihr werdet noch einen Film von mir sehen, da gibt es eine Szene. It's just a fucking monkey. Who cares about the fucking monkey? Das ist die Originaltextzeile. Nee, es sind eben nicht nur Tiere. Im Besonderen nicht die Affen. Und im Besonderen nicht die Menschenaffen, Freunde. Werdet ihr noch sehen? Kommt, ist schon im Schnitt. Aber da seht ihr das verklärte Verhältnis von Menschen zu eingesperrten Tieren. Von daher finde ich gut, was die Jungs und Mädels hier machen. Ich habe nur noch nicht richtig die Intention verstanden. Weil sind das jetzt alles Veganer oder haben die Veganer sie nur reingelassen und wo sind sie eingebrochen oder wie oder was? Übrigens, vegan sein heißt, soweit ich das jetzt verstanden habe, liebe Veganer, korrigiert mich oder ich tue mich noch schwer, mich selbst als Veganer zu bezeichnen, wobei mir schon einige Veganer attestiert haben, ich kann mich selbst als vegan bezeichnen, weil ich esse überwiegend vegan und mache das nach meinen maximal veganen Möglichkeiten. Das heißt, ich lebe so, dass ich mit maximal für mich vertretbarem Willen Tierleid vermeide. In jeglichster Form. Ich schmeiße jetzt nicht meine Lederschuhe weg. Schließe kategorisch alles aus und sage, jeder ist ein Arschloch, der Tiere ausbeutet und esse keinen Honig mehr. Ich habe noch 10 Gläser Honig, den hat ein Schüler gemacht. Schande auf mein Haupt. Aber vegan sein bedeutet ja einfach nur, Tierleid nach deinen Möglichkeiten, so gut es geht, zu vermeiden. Das bedeutet nicht, dass du ein extremistischer, barfußschuhtragender, Leute anpöbelnder Veganer wirst, den keiner leiden kann. Das bedeutet einfach nur, dass du Tierleid vermeidest. Und das können viele sein. Also habt nicht Angst davor, vegan zu werden und vegan zu sein. Ne, das wollte ich noch einmal klarstellen. Wenn ich hier Quatsch erzähle, ich bin auch neu im Business, dann schreibt mir das unten in die Kommentare. The hate is on you. You can leave all the comments down below and disrupt me. Affen, Tiger. Aber also das Leben. Wir denn alle weg, alle wieder nach Hause. Die Affen löschen wir nicht aus. Die leben halt in ihrem Lebensraum. Ja, wieder alle nach Hause. Genau. Wieder alle nach Hause ist schön, weil einige der Tiere kommen natürlich aus der freien Natur, viele aber auch nicht. Und die kannst du natürlich nicht auswildern, aber da, und da bin ich ja großer Freund, immer die Lösung auch aufzuzeigen, wären dann Sanctuaries oder du machst ein Zoo, nur noch ein Bärenzoo, ein Zoo, nur noch ein Affenzoo mit riesigen Gehegen und keine Besucher. Das ist dann Sanctuary, bis sie alle tot sind und dann machst du da einen riesen Park draus und dann hast du da Eichhörnchen, Mäuselbussarde, sage ich immer, wenn ich habe gerade so ein Mäuselbussard-Pärchen, die sind ja freiwillig da. Und von daher, zack, bum, bang, geht alles. Also ich finde es aber geil, dass die hier so ins Gespräch kommen. Das gefällt mir irgendwie. Finde ich fair. Also. Ja, und die Eisbären sind ja nun alle... Eisbären oder Pandas. Also die Eisbären, als ich das letzte Mal hier im Zoo war, da waren die ja noch... Also ich fand es furchtbar. Seht ihr? Und sogar die Besucher, die im Zoo sind, weil sie das als Unterhaltung und als Zoobesuch haben, finden das die Eisbären furchtbar. Die Eisbären finden die Leute immer furchtbar. Und denkt gerade, ne, wir haben gerade die Tage hinter uns mit 40 Grad... Da saß der Eisbär auf seinem Stein und fragt sich, sag mal, was mache ich eigentlich hier, Alter? Ich müsste jetzt in der Arktis sitzen bei 29 Grad. Die armen Tiere. Und was viele ja nicht wissen, die Zoobetreiber müssen oft Tiere töten, weil die einfach nicht mehr genug Geld haben. Ja. Gerade wegen Corona wurden ganz viele Tiere getötet. Ja. Das weiß ich nicht. Das würde ich so nicht unterschreiben. Es gab die Drohung eines mir bekannten Tierparks, der gesagt hat, ihr macht uns hier die Bude zu, dann kommen keine Besucher, wir haben kein Geld mehr für Essen, dann töten wir die Tiere, wenn ihr uns nicht Geld gebt, liebe Regierung. Also ob jetzt ganz viele Tiere getötet wurden wegen Corona in Zoos, weiß ich nicht. Und da, ne, das sowas muss man, wenn man sowas sagt, unbedingt auch mit einer Quelle belegen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Das ist ja schrecklich. Ja, natürlich. Und wenn man das aus der Perspektive des Individuums betrachtet, was jetzt da gerade in dieser Situation ist, selbst wenn es nur einige sind, aber für die macht es halt einen Unterschied. Immer. Für das Individuum, was da hinter Glas oder hinter Gitter sitzt, ist das ein Riesenunterschied. 100%. Und wer sich mal wir reden hier über diesen einen Berliner deutschen Zoo. Ne? Übrigens, glaube ich, der Zoo mit den meisten Arten auf kleinster Fläche in Deutschland. Einer der artenreichsten Zoos der Welt. Das ist einer von
tausenden Zoos. Wer sich mal ein Bild machen möchte über Zoos international, weltweit, muss sich mal die Arbeit angucken. Übrigens jetzt hier für den Stream von einem Video, was wir gleich noch schauen, von einem Kumpel von mir, Aaron Grigowski, der gerade eine Fotoreportage rausbringt zu Tieren im Zoo international. Ich gucke mir die Bilder nur an und denke, das kann doch nicht euer Scheiß ernst sein. Also wirklich, wo du denkst, das, Alter, nein, also warum, nein. Aaron Grigowski. In Verhältnissen leben oder nicht. Und da sind wir halt gefragt als Konsumenten, ob wir sowas unterstützen wollen mit unserem Geld. Ja, jedes Mal, wenn wir so ein Ticket bezahlen, und müssen wir uns auch fragen, wo geht dieses Geld eigentlich rein? Übrigens, nicht nur der Ticketverkauf ist ja Geld, was dem Zoo zur Verfügung gestellt wird und womit sie dann die Tiere bezahlen, die sie kaufen. Und natürlich auch die Zootierpfleger übrigens, denen ich gar nichts Schlechtes möchte. Und das Essen und den Zoobetrieb allgemein aufrechterhalten. Aber wenn es jetzt so ist, wie zum Beispiel in Krefeld, guckt euch nochmal mein Krefeld-Affenhaus-Video an vielleicht, wo ein neues Affenhaus nach dem Brand der Silvesterkatastrophe gebaut werden soll. Es geht um 28 Millionen Euro, die man in einen Neubau eines Affengefängnisses steckt, so nenne ich das, und wo ein großer Teil aus öffentlichen Steuergeldern finanziert wird. Das heißt, die Steuern, die ihr zahlt, werden dafür aufgewendet, und wenn ich hier falsch liege, dann bitte der Solmecke, korrigiert mich dann hier, der Anwalt. Eure Steuergelder werden dafür verwendet, um Tiergefängnisse zu bauen, um mit dem Geld auf den Bedrohungsstatus in dem Land hinzuweisen, anstatt das Geld in das Land zu überweisen. Wenn ich persönlich mit meiner Steuer, die ich zahle, und ich zahle unfassbar viele Steuern, und es ist auch okay für schöne Straßen, für Kindergärten, für Schulen, das ist alles cool, für Polizisten und so weiter, das ist alles chico. Ich würde aber ein paar Sachen ausschließen. Und dazu gehört für mich, neue Affengefängnisse bauen. Würde ich auf meiner Steuererklärung, bitte verwenden Sie mein Geld nicht für Affengefängnisse. Punkt. Das würde ich da gerne angeben. Und das wäre wirklich toll, aber das wird natürlich nicht stattfinden. Davon abgesehen, sagen die Zoos ja auch, ich verquatsche mich hier, das Video wird wieder eine Stunde 15 gehen, prophezei ich. Könnt ihr dann unten in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Sagen ja auch von diesen Eintrittsgeldern, ich sage jetzt mal 20 Euro, 25 Euro, geht ja dann auch ein gewisser Anteil an Artenschutzprojekte vor Ort. Wenn man alle Zoos zusammenfasst, die in Deutschland so Artenschutzprojekte machen, habe ich neulich mal eine Zahl gelesen, gehen unter 3% ihrer Einnahmen oder ihres Gewinns an internationale Artenschutzprojekte. Ich habe neulich mal ausgerechnet, was ich spende, was ich an Artenschutzprojekte gebe. Bei mir sind es über 30% meines Gehalts, die ich spende, persönlich, als eigene Person. Ich habe neulich wieder für 30.000 Euro Regenwald gekauft. 20 in Kanada und 10 in Peru. 10.000. Ich leiste so viel ehrenamtliche Arbeit und so weiter. Jeden verdammten Tag. Und dann kommt ein Zoo, der wirklich unfassbar viel Geld aufverdient und ballert einfach nur unterhalb von 3% in internationale Artenschutzprojekte und sagt, wir sind aber auch internationale Artenschützer. Lasst euch doch mal die Berichte zeigen. Durchsucht die Webseiten der einzelnen Zoos. Wie viel Geld nehmt ihr ein und wie viel Geld gebt ihr aus für internationalen Artenschutz? Wahnsinn, oder was? Finde ich ein bisschen wenig. Wenn das ja wenigstens Millionen wären, immer das auf dem Zettel haben. Sorry, liebe Zoos, dass ich euch heute hier so auseinandernehme, aber so ist es. Das ist, dass das, wir finanzieren das. Ich meine, ich habe das schon mal hier lesen sogar. Ja. Dass darüber nachgedacht wird, aber ich glaube, das schaffen sie nicht. Es wird immer größer, die Bewegung. So. Aber die Lobby ist, glaube ich, gut erfasst. Das wäre ja denn nicht nur dieser Zoo hier, denn in ganz Deutschland sind ja schon sehr viele. Man muss halt irgendwo mal klein anfangen. Ne? Also jede Gerechtigkeitsbewegung in der Vergangenheit musste ja irgendwo anfangen. Also weise Worte, finde ich gut. Frauenrechte mussten ja irgendwann mal erkämpft werden. Ja, ja. Also ja, das war auch nicht leicht. Oder? Nee, also wir haben noch, ich habe noch meinen Mann und haben noch fragen müssen, ja? Oder sollte fragen, ob ich arbeiten darf. Ja? Genau. Sollte. Alter, ne? Das müsst ihr euch mal überlegen. Die Dame kommt aus einer Zeit, wo sie ihren Mann fragen musste, ob sie arbeiten darf. Das ist so verrückt. Guckt euch an, mit welchen kleinen Initialzündungen Dinge verändert wurden. Veganismus, bupp, nach oben. Vegetarismus, bupp, nach oben. Frauenrechte, bupp, von Wahl bis LGBTQ. Whatever, die Rechte dieser ganzen Menschen, die jahrelang unterdrückt wurden. Bupp, alles fängt irgendwo mit einer kleinen Initialzündung an und schießt nach oben. Und wir bewegen uns da auf eine sehr gerechte und immer offenere Gesellschaft hin. Und jetzt auch bei den Tieren wird es langsam mehr als Zeit. Und sowas freut mich doch. Ja, die Entwicklung ist wahnsinnig. Wir sind in der Zeit, wo wir eben... Glaube ich. Schönes Gespräch, was ich hier ergibt. Geil. Ja, das stimmt, gut. Ja, das ist schon, Unterstützung haben wir. Also das glaube ich unbedingt. Also
da wäre ich eigentlich auch beinahe, nicht ganz 100, heute noch nicht. Aber ich denke, das wird ganz schwer sein, diese Lobby hier aufzuknacken. Wie schwer ist das? Ja, aber ich mag Dinge, die schwer sind. Das ist ja eine Herausforderung. Wenn es leicht wäre, dann könnte das ja jeder. So muss halt die Mission Erde-Community immer größer und immer mächtiger werden, um diese Scheiße zu beenden. Ich möchte wirklich, ich habe nur noch 40 Jahre, mit Glück, drück die Daumen, ich klopfe auf Holz. Ich möchte das so gerne erleben, dass da ein Umdenken stattfindet, dass sich das in irgendeiner Form ändert, dass es so absehbar ist, dass ich von dieser Erde gehen kann und sagen kann, geil, das wird irgendwann aussterben. Und zwar nicht die Tiere, sondern der Scheißdreck, der sich Zoo nennt. Ist, selbst wenn es unmöglich scheint, sollten es einige versuchen. Ja. Es ist nur so lange unmöglich, bis der eine kommt, der es dann macht. Oder die. Ja, ist scheiße. Irgendjemand kommt und macht es einfach. Es war früher unmöglich, mit Seilen von der Brücke zu springen. Und dann kam Jochen Schweizer und hat es gemacht. Bums, zack. Es wird immer irgendjemanden geben, keine Ahnung, aus dem Weltall zu springen. Felix Baumgartner hat dies, das, whatever, keine Ahnung. Irgendeinen wird es immer geben. Die erste Frau, die über den Atlantik gerudert ist. Irgendjemand macht das Unmögliche immer dann zum ersten Mal. Bups. Das liebe ich an Menschen. Ist eigentlich ganz schön geil. Natürlich, ja. Und in 100 Jahren sehen wir ganz anders auf diese, glaube ich auch, auf diese Situation. Und das glaube ich auch. Scheint das als die größte Ungerechtigkeit, die es jemals gegeben hat. Ja. Wir werden dann Teil gewesen sein von dieser Veränderung. Ja. Wir haben ja früher auch mal Menschen in Zoos gesperrt. Und das ist nicht lange her, Freunde. Das ist gar nicht so lange her. Also, dieses Wissen, es gab so Menschenausstellungen. Naja, die ganz dick waren, ja, irgendwelche zwei kleine Menschen. Ja. Naja, oder Menschen aus anderen Kulturen. Indigene, die eingesperrt wurden im Hamburger Tierpark. Hagenbecks Tierpark, ne? Da hat man indigene Bevölkerung ausgestellt. Oh, da schüttelt es mich. Das ist ja absurd. Gibt's alles nicht mehr und die Delfinarien werden auch weniger. Es waren früher, als ich Kind war, waren es 10 oder 9. Jetzt sind es noch 2. Wird weniger, Freunde. Wir erreichen immer mehr Menschen und immer mehr Menschen denken um. Ja, Menschen, ja. Anders heutige Menschen. Das gab es ja auch mal. Ich finde das Gespräch, die sind alle sehr respektvoll miteinander. Also das ist hier nicht Bashing und haut drauf und sie sind blöd. Gefällt mir. Gut. Gar nicht so lange her. Tja. Wie geht es den Tieren in Gefangenschaft? Der Zoo, ihr erinnert euch an das Gutachten. Ich habe es bis heute nicht, das Tierwohlgutachten aus Neumünster, was ja besagt, unseren Tieren geht es allen wunderbar. Als ich es lesen wollte und mehrfach angefragt hat, sogar bei der, die es geschrieben hat, ich krieg's nicht. Ich darf es nicht lesen. Und viele andere Gutachten sagen, den Tieren geht es überhaupt nicht gut. Also, okay, gucken wir mal. Hier übrigens der Vorwurf an viele Tierrechtler und Tierschützer, die solche Filme oder solche Sequenzen machen, auch immer wieder an mich. Ganz normales Verhalten, wir sehen hier nur ein Tier im Zoo und du legst da emotionale Musik drunter, das verfälscht das Gesamtbild. Nee, es verstärkt die Situation und das, was wir da sehen. Und es ist mein Musikgeschmack, Punkt. Das nennt man stereotypes Verhalten, das ist eine Verhaltensstörung. Eindeutig, also brauchst du kein Wissenschaftler sein, 100%. Oh, Katastrophe, das ist Baloo, ne? Aus Indien. So ein geiles Tier, ich habe ihn nur einmal ganz kurz gesehen im indischen Dschungel, als er von einem Tiger weggerannt ist. Ich habe so ein Foto, wo er durch den Dschungel rennt. So ein geiles Tier und die... Da im Zoo immer denselben Weg. Ich kenne auch dieses Tier persönlich. Es ist eine Katastrophe. Übrigens, da könnt ihr euch orientieren, wenn ihr sowas filmt. Einfach eine Kamera hinstellen, eine Stunde lang und ihr werdet diese Verhaltensmuster sehen. Dann kann man das upspeeden. Und ich habe mal ja den Jugend-Umwelt-Filmpreis ins Leben gerufen. Da hat ein... Film gewonnen, wie hieß er denn? Wie kommt der Fisch ins Aquarium? Ich habe jetzt den Namen nicht mehr parat. Findet ihr nochmal auf meinem Robert-Mark-Lehmann-Archiv-Kanal. Da haben die zwei Mädels, die diesen Film gemacht haben, einen Fisch im Aquarium verfolgt, was ich super geil fand und haben das dann grafisch dargestellt, dass der auch immer dieselben Runden schwimmt. Auch Fische zeigen stereotypes Verhalten, nur haben natürlich die Zoos und Aquarien ein Interesse daran, dass ihr das nicht seht. Wenn man sich aber die Zeit nimmt, und im Durchschnitt steht ja ein Zoobesucher nur 11 Sekunden vorm Gehege, gibt es Studien dazu, und nicht nur 2 Stunden und das beobachtet, dann werdet ihr das sehen und euch wird das immer mehr auffallen und ihr
habt ja mittlerweile schon sehr geschärfte Augen für solche Situationen durch Mission Erde. Ja, ihr seid ja schon sehr Argus-augenmäßig, was ich geil finde. Ich bin mir jetzt mit der Art nicht ganz sicher, aber ich denke, es ist ein Gibbon oder ein Gibbon-Verwandter. Das sind Affen, die sind völlig overlooked, unterschätzt. Ich habe dazu mal einen Wissenschaftler im Dschungel von Vietnam, mit dem kurze Zeit zusammengearbeitet. Vielleicht werdet ihr davon nochmal irgendwas sehen. Ihr wisst ja, ich habe Festplatten voller Material und so weiter. Und auch Zoo assoziiert übrigens. Andere Geschichte, mal im Geheimen unter uns. Aber er sagte, dass diese Gibbon-Arten alle schwieriger auszuwildern seien als Orang-Utans zum Beispiel, Schimpansen und so weiter, weil sie ein ganz komplexes Sozialgefüge haben und ganz krasse Familienstrukturen super aneinanderhängen. Und ich habe im Flugzeug neulich, wo war das? Gibt es irgendwo eine internationale Serie? Da müsst ihr mal gucken, ob ihr das findet. Ich habe es vergessen. Wildlife Stars. Ich sage jetzt irgendwas. Und da gab es eine Inderin. Es waren, ich sag mal, 3, 4, 5, 6 junge Filmemacher. So ein California Sunny Boy, ein indisches Mädchen und noch ein paar andere. Und alle haben unterschiedliche Wildlife-Dokumentationen gemacht. Und ich habe leider nur eine auf diesem Flug geschafft. Und das war ein indisches Mädchen, was in ein Dorf gegangen ist, wo diese Gibbons leben. Und so es war eine 45, 60 Minuten Reportage über diese Gibbons. Mega geil, ultra cool. Und es war so ein bisschen Discovery oder D-Max angehaucht, jetzt nicht mein Lieblings-Doku-Format, aber ich war super erstaunt über diese geilen Gibbons. Und ich habe die schon mehrmals gehört und erlebt in irgendwelchen verschiedenen Dschungels dieser Erde. Wahnsinnig tolle Tiere, völlig unterschätzt, wissen die Menschen immer gar nichts drüber und die leiden absolut enorm, weil gerade diese Tiere extrem gerne als Haustiere verwendet werden. Und von der Mutter geraubt und perfektes Standbild hier, glaube ich, irgendwie gewählt. Ne? Übrigens auch eins meiner berühmtesten Gefangenschaftsbilder ist der Gibbon, den ich fotografiert habe. Ich weiß es nicht mehr, war es in Ecuador oder Panama, der auch geraubt wurde, Illegal Wildlife Trade, und dort im Hühnerkäfig saß, dem man den Daumen abgeschnitten hat, damit er das Schloss nicht manipulieren kann in dem Käfig, in dem man sitzt, und der die Hand rausstreckt und meine Hand so berührt. Das Foto in Schwarz-Weiß ist. Kennt ihr vielleicht aus meinem Bildband oder so? Ja, schwierig. Schwierig. Affen, immer ganz schwieriges Thema. Ja, alles so Paviane, Blutbrust, Paviane und so. Geht nicht. Kannst nicht machen. Ja, und die sowieso nicht. Das geht nicht. Einfach nein. Und denkt immer daran, was bringt das, dass diese Affen da sind? Was bringt das den Affen in der Natur? Das ist die einzige Frage, die ich dazu habe. Was bringt dieses Orang-Utan-Männchen den Orang-Utans in der freien Natur? Möchte ich wissen. Ich möchte das mit Zahlen belegt haben. Was bringt das? Hallo, Entschuldigung, kann ich Sie was fragen? Finden Sie, oder wie schätzen Sie diese ganze Situation ein für das Tier, was das Tier angeht? Für wen fragen Sie denn? Für wen? Also ich frage Sie einfach. Was denken Sie denn, ist der große Vorteil daran, so ein Tier... Ja, hier hätte man ruhig sagen können, das ist für eine Reportage auf YouTube zum Thema Zoos. Wir beleuchten das und man muss natürlich immer versuchen, objektiv zu bleiben, auch bei einem Thema. Es fällt mir super schwer, gerade in so einer Situation, wo man eigentlich ein Schwarz-Weiß-Denken hat und auf der total anderen Seite steht. Aber das würde einen unglaubwürdig machen, nicht nur wissenschaftlich, sondern auch journalistisch. Man muss den Zoos auch, den Artenschutz, den sie wirklich machen, den muss man ihnen auch lassen. Wenn die 12 Salamander ausgewildert haben, ob die jetzt hinterher sofort gestorben sind oder nicht, haben die 12 Salamander ausgewildert. Neben den 800 anderen Tieren, die importiert haben. Aber sie haben diese 12 Salamander ausgewildert und das muss man dem Zoo lassen. So,
zu sehen, jetzt hier hinter der Glasscheibe, wenn wir sie auch in Dokumentationen oder Büchern sehen könnten? Nee, es ist immer was anderes, wenn man es direkt lebendig sieht. Aber auch wenn es hinter der Glasscheibe ist, ja. Ich kann trotzdem irgendwie... Ich meine, das Bild... Ein Panda, ne? Das ist auch krass. Wusstet, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier Quatsch erzähle, aber ich glaube, die Pandas gehören niemals einem Zoo, egal wo weltweit. Die kommen ja immer aus China und sind immer nur Leihgaben, ne? Soweit ich das verstanden habe. Ist das richtig? Ich glaube, ich meine ja. Ich wollte übrigens so gerne mal einen Panda-Film machen, weil ich dieses Bild vom Wildlife Photographer of the Year, da gibt es eine Tierpflegerin oder einen Tierpfleger, ich weiß nicht, wer unter dem Kostüm steckt, die ein oder zwei Pandas, es gibt eine Fotoserie in der Hand habe, Panda-Babys im Dschungel von China und ein Panda-Kostüm anhat, damit sich diese Tiere, die später ausgewildert werden, nicht an den Menschen gewöhnen. Und ich wollte unbedingt diesen Film machen und dann hat man mir in der Redaktion gesagt, diese Panda-Geschichte ist auserzählt, schon 100 Mal da gewesen, ist keine Geschichte. Ja. Denken Sie, das bildet die Realität ab? Irgendwann mache ich diesen Film noch. Einfach ein unbeschreibliches Erlebnis. Aber denken Sie, das ist ein... Unbeschreibliches Erlebnis, diesen Panda zu sehen? Weiß ich ja nicht genau. Das hier die Realität abbildet? Ja, natürlich bildet es nicht die Realität ab und natürlich ist es grundsätzlich problematisch. Ja. Aber? Was? Jetzt bin ich auf die Rechtfertigung gespannt. Aber ich gehe mal davon aus, dass es einigermaßen vernünftig gehalten wird. Ja, das ist einigermaßen vernünftig. Die haben hier ein bisschen Bambus reingelegt, was anderes fressen die Bambusbären ja auch nicht. Der hat hier so eine Holzschlafgeschichte. Da ist hier so eine Deckenleuchte, die habe ich auch. Ein bisschen Grün hast du hier. Das, wenn du Artenschutz machst, ganz wichtig, falls ihr Artenschutz macht, immer alles in Grün streichen und Artenschutz dran schreiben, ganz, ganz wichtig. Und da kommen bestimmt super viele Nachzuchten raus, die dann nach China geschickt werden und dort überall ausgewildert werden. Ist ja bestimmt auch vom WWF supported, oder was? Ist doch deren Hauptikonentier. Und dass der positive Effekt hoffentlich... Na welcher denn? Also was ist hier der positive Effekt? Negativen. Na, die können ja auch raus hier, oder was, ne? Übertrifft. Also ich finde es problematisch, aber ich liebe Zoos von klein auf, schon als kleines Kind. Ich finde es problematisch, aber ich liebe Zoos. Seht ihr, worum es geht? Nicht um die Tiere. Niemals. Es geht niemals um die Tiere. Es geht um ich, ich, ich. Ich möchte das Tier sehen. Mein Kind soll das Tier sehen. Wie soll ich das sonst schützen? Weil ich muss es ja erst kennenlernen. Ich möchte es gerne sehen. Ich weiß, dass das eigentlich problematisch ist, aber ich, ich, ich. Ne? Und mit dem Widerspruch muss ich einfach leben. Nee, mit dem Widerspruch müssen Sie nicht leben, sondern die Tiere mit diesem Widerspruch. Nicht Sie. Ich denke, was wir halt vor allem lernen als Kinder, wenn wir in Zoos gehen, ist, dass es okay ist, Tiere einzusperren. Das glaube ich nicht. Denken Sie nicht, dass das genau... Auch hier Glaube und Wissen, zwei sehr unterschiedliche Geschichten. Und uns lehrt... Also ich meine, wenn wir jetzt diesen Panda hier anschauen. Naja, aber hier stehen ja auch Schilder, da kann man super viel über Panda lernen. Jetzt ist gerade dieses Mädchen hier dazugekommen. Ich weiß nicht, wie lange die schon steht. Ne? Gerade dazugekommen, okay. Ich meine, es ist ein Individuum hier. Es ist nicht in seiner natürlichen... Die Mutter erklärt natürlich auch sehr schön, was man hier sieht und was das Kind lernen kann. Das Kind ist sehr interessiert, liest auch die Tafel. Umgebung. Und ich meine, unser Menschenverstand sagt uns ja, dass das, was wir da sehen, einfach nicht in Ordnung ist. Hinter der Glasscheibe zu sitzen. Die sind sich ja auch bewusst, dass wir sie anstarren. Ja, und das ja sind wir da halt vor allem ich habe da kein Menschenaffen. Argument dagegen. Ja. Weil das Problem ist mir schon klar, nichtsdestotrotz. Ja. Ich finde, also was wir halt versuchen, mit diesen Gesprächen zu machen... Habt ihr das gesehen? Komm weiter, hier unten. Fallen euch diese Kleinigkeiten auf. Das Kind stand... Keine Ahnung, schreibt es in die Kommentare, zählt die Sekunden, es waren, keine Ahnung, 20, 30 Sekunden. Kein Gespräch mit der Mutter, kein Blick auf die Tafel, auf die schlafenden Pandas geglotzt, die zurückglotzen, kommt weiter. Was ist der fucking Lerneffekt? Was nützen diese Pandas dem internationalen Pandaschutz? Was hat dieses Kind gelernt jetzt? Ich möchte das wissen. Ich möchte das wissenschaftlich belegt sehen. Ich möchte wissen, was das für einen Effekt hat. Keinen. Das hat keinen fucking Effekt. Merkt ihr es noch? Komm weiter. Seht ihr das? Das ist perfekt. Guck mal, perfekt aufgezeichnet. Zu erwecken, ja, ne? Völlig in Ordnung. Dass wir das halt nicht weiter... Und guck mal, der liegt hier und kann nicht raus. Der kann nicht seinen Partner frei wählen. Der kann nicht durch Chinas Wälder streifen und Bambus fressen, den er gerne möchte. Der muss hier drin liegen.
Katastrophe ist das. Finanzieren, weil ich meine, wir als Konsumenten, wir entscheiden ja darüber, wollen wir das weitermachen oder nicht. Mhm. Und ich denke, wir haben eine moralische Obligation, sozusagen. Das ist sicher richtig. Ja. Aber ein anderes Argument ist natürlich schon auch, dass Forschung, also ja. Ja, die Forschung. Ich bin immer wieder erstaunt. Tagtäglich bringen die internationalen Zoos wirklich wissenschaftlich hochwertige Paper raus, die unfassbar zur Arterhaltung beitragen. Nicht. Wo sind die denn alle? Wo sind denn all diese Forschungen? Ich möchte die sehen. Eigentlich. Also moralisch gesehen gibt es kein Argument dagegen. Weil letztendlich, wenn wir sagen würden, das ist völlig in Ordnung, dann würden wir unser Wohl über... Ich würde das halt nicht sagen, aber ich gehe halt trotzdem gerne ins Zoo. Nichtsdestotrotz bin ich... Eva schreibt es gerade, die bringen schon Paper raus, die darf man nur nicht lesen. Die darf nur ich nicht lesen, liebe Eva. Nur ich. Alle anderen dürfen die lesen. Die darf man aber dann auch international und in jeder Zeitung zitieren, ohne sie zu lesen. Das ist auch noch so eine krasse Sache, die ihr, wenn ihr wisst. Ich finde es schön, sie hier zu haben. Wer findet denn das schön, die so zu sehen? Niemand findet das. Doch, viele finden das schön, das zu sehen. Aber das werden wir ändern. Wir werden das ändern. Zu sehen. Ich danke Ihnen, dass Sie mit mir dann noch gesprochen haben. Ich finde, die sind sehr höflich. Boah, ich muss mich dann immer so zusammenreißen. Ich könnte nicht so höflich sein. Doch, ich bin dann auch höflich. Ich habe ja auch immer mein Kamerateam und meine Regisseurin und so dabei, die achten ja darauf, dass ich höflich bin. Und manchmal ist denen das auch unangenehm, wenn ich nicht höflich bin. Und ich mag das nicht, wenn denen das unangenehm ist. Und deswegen bin ich dann eben manchmal auch unangenehm. Bums. Machen Sie es gut. Ach, Leute, da ist er. Na, das sind ja nur Momentaufnahmen mit trauriger Musik. Das ist ja nicht die Realität. Boah, Zwergflusspferde, ich könnte kotzen. Naja, aber die würden ja, wie es der Zug Krefeld so schön unter dem letzten Instagram-Post gepostet hat, wenn die jetzt in der Natur wären, dann würden die sofort gefressen werden. Die kommen in den Kochtopf, die Wilderer kommen und durch Abholzung würden sie alle sterben für unsere iPhones und Tablets. Erzähl das mal den Rangern vor Ort, die Naturschutzgebiete und Nationalparks bewachen. Die lachen sich tot. Und das haben sie auch, als ich mit ihnen unterwegs war. Ach, ihr lieben Zoos. So schön wieder mit der Büchse spielen. Also heute Morgen hätten wir euch nicht gedacht, dass wir heute in einen Zoo reingehen, oder? Nein, das war eine sehr spontane Aktion und das hat sich auch zu einem sehr interessanten Tag entwickelt. Einem der früher... Boah, wie oft ich diesen Weg hier schon lang gelaufen bin. Wahnsinn. Ihre Erinnerungen an sowas wie Zoobesuche komplett auf den Kopf gestellt hat, weil wir, denke ich, heute Dinge gesehen haben, die wir... Ja, also wir haben mit anderen Augen auf das geblickt, was wir kennen. Als ich als Kind hier hingekommen bin, dann bin ich hergekommen, weil ich mich für Tiere begeistert habe, weil ich Tiere toll fand. Ich auch. Und weil das ja auch meine Eltern und so mir so erklärt haben. Man geht halt ins Zoo, da hat man Spaß, da guckt man sich Tiere an, man lernt was. Und als ich heute reingegangen bin, habe ich die Tiere halt als das gesehen, was sie sind, als Gefangene. Ja, oh, schöner Satz. Hat mir gut gefallen. Super. Ich habe mich geschämt und ich habe Trauer empfunden und... Ja. Ich meine, für andere Leute sahen wir aus wie ganz, ganz begeisterte Zoobesucher. Guter Tipp. Denke ich mal, aber ja, es war nicht so einfach, das zu dokumentieren und nicht in die Position des Tieres zu gehen. Also da musste man sich irgendwie distanzieren, aber... Es gibt immer die zwei großen Argumente für den Artenschutz und für die Bildung. Ja, und da muss man sich halt... Also Leute, die jetzt mir schon lange zuhören und ich bin ja natürlich ein Stimmungsmacher und ein... uninformierter, unwissenschaftlicher Lügner. Aber die Leute, die mir zuhören und die schon einige Videos von mir gesehen haben und vielleicht auch Bücher gelesen haben und Berichte und Instagram und die Zoo-Stories geguckt haben und so. Ihr habt ja mittlerweile das Handwerkszeug, euch gegen diese schwachsinnigen Argumente zu wehren. Ne? Und ich kriege wirklich, ohne Scheiß, jeden Tag kriege ich mindestens eine Nachricht von einem oder einer Jugendlichen, meistens Kinder im Alter zwischen, ich sag jetzt mal, 12 bis 18. So, und junge Erwachsene. Oder auch Lehrer.
Robert, wir gehen nächste Woche in den Zoo. Ich bin Lehrerin oder ich bin Schülerin. Ich will da nicht mit. Was kann ich tun? Also erstens, darf euch niemand jemals in den Zoo zwingen. Ihr könnt davor sagen, ich möchte da nicht rein. Ich möchte das nicht unterstützen. Ich warte hier. Punkt. Oder ich lasse mir eine Befreiung von meinen Eltern geben. Selbst Eltern zwingen ihre Kinder in den Zoo. Nie, lasst euch nicht zwingen. Holt euch die Argumente auf diesem Kanal, auf anderen Seiten, googelt es. Es ist so viel Gegenargumente gegen die Zoos draus. Oder stellt die richtigen Fragen. Mama, warum soll ich da jetzt hingehen? Was bringt mir das? Guck doch mal, wir können dieses Video von Robert Magnem angucken. Oder dieses Video von der Veganern, die in den Zoo einbrechen. Oder wir können das Buch von Stefan Austermühle lesen. Oder whatever. Ihr habt das Handwerkszeug. Die Argumente liegen euch vor. Und bringt die aus dem Konzept. Fragt die richtigen Fragen. Ganz easy. Was ist denn da das Outcome des Artenschutzes? Wie viele Tiere will denn die aus? Was kann ich heute hier lernen? Warum gehen wir hier hin? Wie geht's den Tieren? Wie sind die hierher gekommen? Was macht der Zoo? Haben wir eine Zooführung? Was ist der wissenschaftliche Beleg dafür, dass ich heute hier rausgehe und lerne? Warum muss ich Geld bezahlen, damit Tiere eingesperrt werden? Stellt die richtigen Fragen. Ganz einfach. Niemand darf euch in den Zoo zwingen. Und wenn euch eure Lehrer trotzdem zwingen oder euer Kollegium, dann ladet mich doch einfach ein. Ich mache einen kleinen Vortrag, dies, das. Ich freue mich immer so auf Kollegien. Ich hatte neulich auch so eine Situation in der Schule, wo mir die Schüler vorher gesagt haben, unsere Klassenlehrerin will nächste Woche mit uns in den Zoo und die sagt, egal was sie heute hier sagen, wir gehen trotzdem. Das ist schlecht, sowas darf man nicht sagen. Vorher. Ha! Sagen so, Artenschutz geht anders. So ein Zoo, davon, also... Ja. Auch Zoos machen einen mini kleinen Anteil an Artenschutz, das machen sie schon. Und guckt euch aber auch da nur, druckt euch die Veröffentlichung aus, wo drauf steht, wie viele Tiere wurden durch Zoos ausgewildert und wie viele Tiere wurden durch Zoos importiert. Kommt den Leuten mit Fakten, mit guten Argumenten, legt euch ein Handwerkszeug hin, schaut wirklich auch nochmal meine Instagram Zoo-Highlights durch. Mittlerweile sind es ja schon 4 Dinger, 100 Folien, also ne? Da ist, die Informationen sind da. Belest euch und ballert den Leuten die Argumente um die Ohren und dann habt ihr ein gutes Rüstzeug, um euch dagegen zu entscheiden. Und niemand darf euch in den Zoo zwingen, wenn ihr das nicht wollt. Nein. Da könnt ihr auch euren Eltern sagen, der Robert Marc Lehmann, hier ist seine Nummer, ruft ihn an, der hat gesagt, ich muss nicht in den Zoo. Ich setze mich, ohne Scheiß, und es ist immer so, wenn ich solche Nachrichten lese und mir ein 12-jähriges Mädchen schreibt, scheiße nochmal, so fangen die natürlich nicht an. Sie sagen, Herr Lehmann, Sie lesen diese Nachricht eh nicht und ich lese alle Nachrichten. Meine Klasse zwingt mich in den Zoo. Dann sage ich, nein, das wird sie nicht tun. Du wirst nicht in den Zoo gehen, wenn du das nicht willst. Sag das ganz klar und deutlich. Sei kein Opfer, sei stark. Mach dich für die Rechte der Tiere stark. Und wenn die dich trotzdem zwingen, auf irgendeine Art und Weise, lädst du mich ein und ich komme kostenlos vorbei. Ich verspreche das. Ich verspreche, dass wenn die Schule kein Geld hat, deswegen habe ich ja auch Mission Erde e.V. gegründet, komme ich kostenlos vorbei und zahle das selber, um die Lehrerkollegin und deine Mitschüler zu bilden im Bereich Zoo und Tiere in Freiheit. Es ist ein großes Versprechen, hoch und heilig. Ich kann das nicht ertragen, wenn man ein Kind in den Zoo zwingt. Das ist doch... Die Löwen sind nicht vom Aussterben bedroht, die hier sitzen. Die meisten Tiere, 75% sind nicht vom Aussterben... Mehr als 75% sogar der Tiere in Zoos sind nicht vom Aussterben bedroht. Sind keine geschützten Arten, die sind einfach nur da zur Unterhaltung. Auch die Zahlen mal auf den Tisch legen, geil, ey. Ja, und trotzdem sind sie hier. Schön vor der Kamera lang gelaufen, ey. Das reden wir uns selber ein. Und selbst die 20%, die vom Aussterben bedroht sind, die werden nicht gerettet, weil sie hier sind. Wenn wir die retten wollen, dann geben wir Geld an Organisationen, die vor Ort, im Dschungel, Oh, schönes Schlussstatement, gefällt mir. Irgendwas dafür tun. Dass diese Tiere nicht erschossen werden oder ihren Lebensraum verlieren. Ein Zoo in Berlin, in der Großstadt, ist nicht die Lösung. Versucht oder boykottiert Zoos, boykottiert alles Mögliche, was mit Tierausbeutung zu tun hat. Alles Mögliche mit Tierausbeutung, das ist nicht nur der Zoos. Wir sind jetzt hier bei einem Zoo-Video, aber Tiere werden auch an vielen anderen Stellen ausgebeutet. Und ich versuche das für mich persönlich, so gut es geht, immer mehr zu verändern und einzuschränken. Und das ist Wahnsinn, worauf man da alles trifft. Aber Leute, ich finde, ihr macht hier ein ganz schön gutes Schlussstatement. Gefällt mir. Vegan. Lebt vegan, vermeidet Tierprodukte. Letztendlich stecken dahinter, wie schon gesagt wurde, Individuen, die etwas anderes verdient haben. So ist es. Aber das Steak schmeckt doch so sehr. Ich trinke so gerne Milch. Anderes Thema, wir machen hier nicht Whataboutism, aber ich finde es spannend, was zu diesem Lifestyle Veganismus tatsächlich alles dazugehört. Und dazu gehört für mich auch das Vermeiden von Leid von Tieren im Zoo. Finde ich gut.
kann ein Teil des Veganismus sein. Finde ich geil. Bis zum nächsten Mal. Gut. Ich hätte so gerne mehr über den Einbruch erfahren. Aber den muss man natürlich in so einem Video rauslassen, weil das wäre ja quasi eine Straftat. Oder eine Ordnungswidrigkeit. Gut gemacht. Ich liebe es. Immer die Kinder auf den Spielplätzen oder im Streichelzoo mit Haustieren. Ja, es ist so geil. Aber dafür müssen natürlich die Pandas da sein. Wegen der Bilder. Vögel einsperren, Alter. Jung, brutal, vegan. Okay, okay. Scheint es eine Menge Content zu geben. Da muss ich mal, lass mal ein Abo da oder was. Ne? Kann man mal reingehen? Jung, brutal, vegan. War doch ein guter Anfang in Sachen Zoo-Videos. Gut, 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 gut.